Fala galera do canal, me chamo Julien e o vídeo de hoje é extremamente interessante. Assista com calma para não antecipar, fazer um pré-julgamento do vídeo. É sobre a criação de gado aqui no Brasil e sobre as práticas alinhadas à ecologia. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Ein ganz alltäglicher Zeitvertreib für diese Jungs. Rinder rangieren. Mecher Comboi, wie es heißt. Vertrautheit von klein auf. Das Rind gibt den Takt an. Rinderzucht, was sonst hier? Outa Floresta im Norden des Bundesstaates Mato Grosso, Biom Amazonien und Wildwestgeist. Vor rund 30 Jahren war hier nichts, sagen sie. Nichts heißt nur Wald. Man hat sich das Land erschlossen und ist stolz drauf. Sie kamen hierher auf Aufforderung der Regierung. Sie wurden dazu ermuntert, abzuholzen, das Land zu kultivieren. Und dann kamen später neue Gesetze und es hieß, du darfst nicht mehr abholzen. Eigentlich solltest du auch Areale wieder aufforsten. Das hat immer zu Konflikten an dieser Front mit dem Umweltschutz geführt. Das ist die Realität auf weiten Flächen in der Region. Boden, der für die Rinderzucht nicht mehr genug hergibt. Produktivität im Schnitt, ein Rind pro Hektar Land. Davon wird niemand satt und der Preis für die Umwelt ist hoch. Ist der Wald weg, hat das Rind freien Lauf, zertrampelt und verschmutzt auch die Wasserquellen. Wir haben hier eine Situation, die vollkommen falsch ist. Die Besetzung dieses Areals hätte nicht passieren dürfen. Das ist ein Ort, der unter permanentem Naturschutz steht. Hier dürfte es keine Rinder geben und man hätte ursprünglich auch nicht abholzen dürfen. Aber so sieht es auf den meisten Farmen in der Region aus, denn so wird den Tieren der Zugang zum Wasser gewährt. Deshalb geht es darum, das Wasser zu den Rindern zu bringen und nicht das Rind zur Wasserstelle. Ein Unternehmen, das Rinderfarmen wiederherstellt und dabei Umweltgesetze einhält, das ist die Geschäftsidee von Laurent Micolle und seinen Partnern. Der Bedarf ist riesig. Kilometerlange Fahrten auf solchen Straßen, immer dasselbe Bild. Angefangen haben sie auf dieser Farm vor 3 Jahren. Neue Böden und ein vollkommen neues Produktionsmodell. Abgesteckte Weideflächen, ein Rotationsprinzip, und im Zentrum Wasser und spezielles Kraftfutter für die Rinder. 3.500 passen nun auf die Farm. Der Besitzer Celso Bevilacqua ist das Experiment eingegangen. Er hat dem Umweltschützer, wie Micolle oft gesehen wird, vertraut. Nun hat er deutlich mehr Rinder auf weniger Fläche und sie sind früher schlachtreif. Knapp 2 Jahre dürfen sie leben. Also die Handhabung der Rinder ist so. Wenn das Gras ungefähr die Höhe von 1 Meter oder 80 Zentimeter erreicht hat, lassen wir die Tiere auf diese Parzelle. Sie ernten den besten oberen Teil des Grases. Nach 2 bis 3 Tagen schließen wir die Parzelle und führen die Rinder auf die nächste, wo das Gras die optimale Höhe erreicht hat. In der Zwischenzeit können sich die anderen Flächen wieder erholen. Das System schont den Boden. Sie verwenden auch einen anderen Grastyp als in der Region üblich. Die Sorte Mombasa ist besonders proteinhaltig, erfordert aber eine regelmäßige Rotation der Rinder. Es ist eine große Veränderung. Dieses ganze Areal, das wir hier sehen, war vollkommen degradiert. 25 Jahre lang haben wir nur rausgeholt. Es gab schon kaum mehr Potenzial für eine Produktion. Durch die Zusammenarbeit mit der PEXA haben wir das hier in einen üppigen Garten für die Rinder verwandelt. Und wir haben die Produktivität gesteigert. Um das Vierfache. An den Wasserquellen und Flussläufen wurde wieder aufgeforstet. Oft auch mehr, als das Gesetz verlangt, sagt Micolle. Das Wasser für die Rinder läuft jetzt über Leitungen auf die Weiden von einem Bassin. Bessere Wasserqualität dient letztlich auch steigender Produktion. Die Böden können nach der Sanierung wieder CO2 speichern. Und weil die Rinder gesünder essen, produzieren sie deutlich weniger Methan.
Mehr Umweltschutz, ja, aber auch Rendite sind das Geschäftsmodell. Baxter steigert die Erträge auf den Farmen und schöpft im Gegenzug 6 Jahre lang einen Großteil der Überschüsse ab. Böden sanieren ist teuer. Mehrere Arbeitsgänge mit schwerem Gerät auf den Flächen, Nährstoffe. Allein an Kalkstein benötigen sie 1 Tonne pro Hektar. Die Farmen sind groß. Wir sprechen hier nicht von 10 oder 20 Hektar. Wir sprechen von 700 Hektar und mehr. Wir sind also schnell bei fast 1,5 Millionen Reais, mehr als 300.000 Euro. Das sind Summen, die die Produzenten in der Regel nicht aufbringen können. Und was dann? Wer nicht investieren kann, dem droht mittelfristig der Ruin. Der wird zum leichten Fang für die Sojalobby. Sie zeigt immer mehr Präsenz, drängt in die Region. Das politische Klima dafür ist günstig. Eine Veranstaltung unter dem Motto Expansion der Agrarfront. Outer Floresta sei schon Goldgräber und Holzfällerstadt gewesen, habe heute eine starke Rinderproduktion und nun komme endlich auch die Agrarwirtschaft. Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass der Konsum von Rindfleisch weiter steigen wird, noch für einige Jahrzehnte. Die Produktion wird von irgendwoher kommen. Sämtliche Studien sagen, der Ort mit dem größten Potenzial, diese Nachfrage zu bedienen, ist Brasilien und Amazonien. Então, um vídeo cheio de prós e contras, da mesma forma que ele mostra o desmatamento na Amazônia, ele também mostrou as práticas positivas que, alinhadas à ecologia, ajudam a melhorar tanto a produção como também o meio ambiente. O único contra dessa prática é o alto custo, que ele falou que para 700 hectares custa em torno de 300 mil euros. É aproximadamente na cotação de hoje 1.800.000, 1.900.000, ou seja, é muito dinheiro, coisa que nem todo mundo tem, e acaba sendo fácil para a produção de soja, porque eles vão acabar tendo que vender essas áreas. É muito interessante da forma que o vídeo foi abordado, porque geralmente só vemos sentando a porrada no Brasil. Ninguém procura mostrar as práticas positivas que fazemos por aqui também, para tentar deixar tudo um pouco mais equilibrado. Achei o vídeo excelente, espero que vocês tenham gostado também. Então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!